Was hat er sich nur dabei gedacht? Vielleicht dachte er einfach, ah, eine Blutmagierin. Das scheint mir die plausibelste Erklärung zu sein. Mich alle angesehen haben, als wir ins Lager gekommen sind. Was haben sie nur über mich erzählt? Sie müssen in mir etwas sehen, was schrecklicher ist als die Verderbnis. Ich habe dem Clan niemals geschadet. Sie hatten keinen Grund, Angst vor mir zu haben. Das alles ergibt nicht den geringsten Sinn. Sehr nett. Ist es so, wie ihr dachtet? Es ist schön, oder? Er scheint nett zu sein. Ja, er ist sehr nett. Ich weiß. Und ihr seid so süß, wenn ihr mit ihm zusammen seid. Ganz anders als sonst. Habt ihr nicht irgendetwas Unheiliges zu erledigen? Nein, wir folgen doch Hawk. Das ist auch wichtig. Der Vartarel ist tot. Maseranas, meine Seele ist nun leichter, da ich weiß, dass wir niemanden mehr an ihn verlieren werden. Wir haben Paul verloren. In der Höhle, er ist bei meinem Anblick geflohen, direkt auf den Vartarel zu. Viele des Clans fürchten, du könntest die Verderbtheit des Spiegels oder Schlimmeres mit zurückbringen. Und wie kommen sie darauf? Ich bin ihre Hüterin, Darlin. Es war meine Pflicht, sie zu warnen. Du kannst noch immer zu uns zurückkehren. Denk darüber nach. Du musst nicht alleine leben. Müssen wir diese Diskussion wirklich erneut führen?
Ihr werdet niemals akzeptieren, was ich tue. Der Illuvian ist eine Falle. Er hat uns Temlin genommen. Er hat dich zur Blutmagie geführt. Willst du wirklich zulassen, dass er dich noch weiter von der wegführt, die du wirklich bist? Und wer bin ich? Wir haben getan, was ihr verlangt habt. Haltet euch an unsere Vereinbarung. Gebt mir das Arulinhorn. Hawk, da Merrill nicht auf mich hören wird, vertraue ich euch dieses Erbstück meines Clans an. Bitte, lasst nicht zu, dass sie das tut. Den Schöpfern sei Dank. Ich dachte schon, sie könnte ihr Wort brechen. Ist es die Reparatur des Spiegels wert, dass sich euer Clan von euch abwendet? Ihr wisst, wie es ist, wenn man alles verliert, Hawk. Nicht nur unser Land und unsere Freiheit, sondern auch unsere Geschichte, Legenden, Sprache, Magie und Rituale. Selbst unsere Götter sind fort. Es ist ein Opfer. Aber wenn der Spiegel auch nur einen Bruchteil unserer Vergangenheit wiederherstellt, ist es das wert. Was hat die Hüterin damit gemeint, dass euch der Spiegel zur Blutmagie geführt hat? Die Scherbe, die ich gefunden habe, war verderbt. Ich konnte sie nicht ohne Hilfe reinigen. Die Hüterin hat sich geweigert. Sie sagte, der Spiegel gehöre in eine andere Zeit und solle auch dort bleiben. Also habe ich einen Geist gefunden. Er gab mir die Macht, den Spiegel mit Hilfe von Blutmagie zu reinigen. Ich habe noch nie davon gehört, dass Blutmagie irgendetwas gereinigt hätte. Nichts an der Blutmagie ist von Natur aus böse. Sie ist einfach eine Form der Magie, wie jede andere auch. Seid ihr wirklich so dumm? Die Macht, die den Spiegel verdorben hatte, war zu groß, um mit normalen Mitteln ausgetrieben zu werden. Hätte ich Unmengen an Lirium zur Verfügung gehabt, hätte ich das verwenden können. Aber dem war nicht so. Also habe ich das genutzt, was ich hatte. Ich hoffe, ihr könnt damit eure Arbeit an dem Illuvian zu Ende bringen. Ich glaube nicht, dass das klug ist, Hawk. Was auch immer sie mit diesem Spiegel vorhat, geschieht auf Geheiß eines Dämons. Niemand hat euch gefragt. Hab Dank. Ich wusste, ihr würdet es verstehen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die anderen sehen mich so böse an.